Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bestimmt haben Sie sich schon seit längerer Zeit Gedanken gemacht über das Weihnachtsessen und sich sicher auch schon für Ihr Menü entschieden. Wenn nicht, dann machen Sie es doch einfach wie tausend andere Familien auch, die auf dem Festtagstisch nichts anderes wettet als eine der ausgesuchten Quick-Spezialitäten wie das Schäufeli, das Rollschinkli oder eine Rindszunge. Vor dem Abpacken ist das Fleisch im eigenen Schü gekocht und tischfertig dressiert worden. Darum ist auch die Zubereitung denkbar einfach. Eine Stunde im heissen Wasser ziehen, in die gewünschten Portionen schneiden und schön garniert auftischen. So bleibt mehr Zeit für die Familie und für die Gäste und man muss nicht den ganzen Abend in der Küche stehen. Noch attraktiver wird es natürlich, wenn man zur Abwechslung ein Rollschinkli mit Senf und Honig glasiert und mit Nägeln besteckt überbacht. Oder ein Schäufeli im Brot- oder Blätterteig eingeschlagen, während einer guten Stunde bei 200 Grad im Ofen aufbacken. Bei den beiden letzten Zubereitungsarten entfällt übrigens vorherige Aufwärmen im Wasserbad. Das wäre dann doch ein bisschen zu viel des Guten. Alle Quick-Spezialitäten offerieren wir Ihnen jetzt zum Aktionspreis. Wie günstig Sie die verschiedenen Angebote bekommen, das erfahren Sie am Schluss der heutigen Sendung im Aktionsblock. Wir haben es gerade vorher in einem der Serviervorschläge gesehen, Gräuchts und exotische Früchte passen wunderbar zusammen. Wir haben darum die Experten von der Früchteabteilung gebeten, uns die gängigsten Vertreter von diesen Köstlichkeiten ein bisschen näher vorzustellen. Jetzt, auf die Festtage, präsentiert sich das Angebot an tropischen Früchten aus allen Kontinenten noch reicher und farbenprächtiger als durchs Jahr durch. Die bekanntesten von diesen Exoten sind sicher die Ananas. Die Sie jetzt bei Gopa treffen, kommen aus Ghana. Die Ananas kann man übrigens immer wieder neu entdecken, zum Beispiel als saftig-süßer Aromaspender in pikanten Salaten oder als dekorative Beilage zu Fleischgericht wie den verschiedenen Quick-Spezialitäten. Nicht nur gelbe, auch grüne Ananas können übrigens reif sein. Lassen Sie sich durch die Farbe nicht irritieren und machen Sie den Test. Bei den reifen Früchten lassen sich Blätter ganz leicht rausziehen. Reife Kiwi hingegen erkennt man, indem sie auf leichten Druck nachgehen. Und die Reife kann man, wenn es pressiert, auch selber beeinflussen, indem man sie zusammen mit ein paar Äpfeln lagert. Die frischen grünen Früchte, die hauptsächlich aus Neuseeland kommen, lassen sich auf vielseitige Art geniessen. Meistens werden sie ausgelöffelt, aber wie man sieht, gibt es damit auch sehr dekorative Torten oder Küchen. Auch bei den Avocados ist es wichtig, dass man sie gut ausreifen lässt. Dann erst sind sie butterzart und eignen sich zum Rohessen oder zum Servieren mit einer süßen oder pikanten Füllung. Die Avocado kommen im Moment aus Israel. Die Mango, die sie jetzt ebenfalls bei Coop bekommen, hingegen noch von viel weiter, nämlich aus Brasilien. Je nach den zahlreichen Sorten, die man kennt, sind sie säuerlich oder süß und in Streifen oder Stückchen geschnitten passen sie wunderbar zu einem farbenprächtigen Salat. Über die Festtage gönnt man sich ja bekanntlich gerne mal ein bisschen etwas Besseres und drückt auch bei den Kalorien mal ein Auge mehr zu. Dass das aber mehr kosten sollte, davon halten auch wir nicht viel. Die Aktionen. Wie schon gesagt, kommen Sie verschiedene exotische Früchte besonders günstig über. Die Ananas aus Ghana zum Beispiel kostet nur 3,90 €. Günstiger sind auch alle Quick-Produkte. Das Schäufeli gibt es zum Beispiel für nur 19,50 € pro Kilo. 100 Gramm atlantischer Rauchlachs kommen Sie über für nur 4,80 Franken. Außerdem offerieren wir Ihnen zwei 36er Gobcolor Film 100 für nur 8 Franken. Heute haben wir Ihnen hauptsächlich Produkte und Angebote fürs Festmenü vorgestellt. Auch unser letzter Beitrag bleibt auf dieser Linie. «Con gran tradizione è sempre festa», heisst es auf der Panettone-Packung. Und tatsächlich, wo das traditionelle Weihnachtsgebäck auftaucht, da lässt sich niemand lang beten. Panettone oder Pandoro von Gran Tradizione sind übrigens sehr hübsch verpackt. Sie sind also auch als Geschenkli überall willkommen. So viel für heute aus dem Coop-Studio. Ich wünsche Ihnen noch viel Vergnügen bei den letzten Weihnachtsvorbereitungen und dann wunderschöne und erholsame Festtage. Auf Wiedersehen.